Guten Morgen. Ich bin wieder da. Ich habe dir frische Blumen mitgebracht. Sie sind wunderschön. Sie heißen Wisteria. Ja, ich habe den Schwestern gesagt, dass sie den Arzt hierher schicken sollen, wenn sie ihn sehen. Ich habe ihn schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Es ist ein wunderschöner Tag heute. Der Himmel sieht heute wunderschön aus. Ja, ich habe dir was mitgebracht. Das wird dir gefallen. Guten Tag. Oh, guten Tag, Herr Doktor. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich wollte gern von Ihnen hören, wie es meiner Mutter geht. Ja, hat Schwester Monika nicht mit Ihnen gesprochen? Ja, aber ich wollte den neuesten Stand gerne von Ihnen persönlich hören. Tja, Blutdruck stabil, Atmung okay. Hat sie Schmerzen? Ja, darüber haben wir bereits gesprochen, Frau Braun. Ja, aber ich habe den Eindruck, dass es ihr schlechter geht. Ja, ist zu erwarten. Herr Doktor, bitte, ich verstehe das einfach nicht. Als ich sie hierher brachte, da ging es ihr gut. Sie hat gesprochen, sie hat gegessen, sie hat telefoniert. Sie hat sich über geringe Schmerzen beklagt und jetzt... Ihre Mutter hat Krebs. Das weiß ich. Ich will nur wissen, wie es weitergeht. Tja, jeder Fall ist anders. Bitte können Sie mir einmal eine richtige Antwort geben? Sie kann jeden Tag sterben. Ja, es tut mir leid. Wiedersehen. Ja. Na, hast du in der Zwischenzeit erraten, was ich dir mitgebracht habe? Ein Buch von Saint-Exupéry. Ja, ich weiß doch, wie sehr du seine Geschichten liebst. Ich habe mir gedacht, wenn du schon die ganze Zeit im Bett verbringen musst, dann können wir uns wenigstens die Zeit mit ein paar schönen Geschichten vertreiben. Hm? Ja, du siehst heute gut aus. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie stark die Andeutung... Oh, guten Tag. Mein Name ist Pfarrer Bleitler. Ich bin der zuständige Pfarrer vom Krankenhaus. Ja, ich bin Susanne Braun, die Tochter von Frau Braun. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, ich wusste gar nicht, dass meine Mutter viel mit der Kirche zu tun hatte. Jedenfalls ist sie immer noch Mitglied und auf der Liste der Patienten mit religiösem Bekenntnis. Ach so. Wie geht es ihr denn? Ja, der Doktor meint, es sei nur eine Frage der Zeit. Oh, das tut mir leid. Aber denken Sie daran, alles wird gut für diejenigen, die an ihn lieben und nach seinem Plan berufen sind. Wie bitte? Ja, Römerbrief 8, Vers 28. Ach so. Sicher eine wunderbare und gütige Frau, Ihre Mutter? Sie hatte sicher immer ein Lächeln und für jeden ein gutes Wort. Sind Sie sicher, dass Sie meine Mutter meinen? Ja. Darf ich für Ihre Mutter beten? Ja. Herr und Gott, wir wissen, dass du Franziska nach Hause rufst. Ihre Arbeit hier auf Erden ist beendet. Du willst sie mehr als wir. Was für ein herrlicher Tag wird es sein, wenn Franziska in deine Toren tritt und ihrem Herrn gegenübersteht. Lasst uns nicht an diesem Leben haften, sondern uns auf das ewige Leben mit unserem Gott freuen. In seinem Namen beten wir. Amen. Gott segne Sie. Ja, es ist kein Wunder, dass du nicht mehr in die Kirche wolltest. Also, schläfst du? Ja, du denkst wahrscheinlich schon an den Roman, hm? Ich lese dir vor. Also, Susanne. Er durchquerte die Wüste und... Susanne! Gina! Hallo! Hallo!
Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ein ziemlich schwerer Tag heute. Wie geht es ihr? Nicht gut. Der Doktor meint, es sei nur eine Frage der Zeit. So schnell? Oh, das tut mir leid. Ich bin so froh, dass du da bist. Sie wird sich freuen, ihre Lieblingsnichte zu sehen. Ist es sehr schwer? Ja, ich schaff's nicht. Komm, sag ihr Hallo. Ich weiß, es... Sie wird sich freuen, du kannst sie umarmen. Ich weiß, es ist nur, weil mein Mann im Halteverbot auf mich wartet. Sie wird sich freuen. Es tut mir leid, ich wollte dir nur kurz Hallo sagen. Nein, bitte, es dauert nur ein paar Minuten. Es wird eine Menge bedeuten. Du, ich kann das nicht. Was? Naja, Schläuche, Nadeln, Krankheit überhaupt. Seit Oma im Krankenhaus gestorben ist, fühle ich mich in solchen Gebäuden sehr unwohl. Ja, warum bist du dann gekommen? Um dich zu sehen. Es geht doch nicht um mich. Es geht um Mutti. Niemand will sie in diesem Zustand sehen. Okay. Gut, ich schaue sie mir an. Nein, bitte vergiss es. Sie ist sowieso schon ganz weggetreten. Sie wird dich gar nicht bemerken. Also Susanne, wenn du willst... Nein, bitte, ich habe es mir anders überlegt. Du musst das nicht Susanne, tun. Außerdem, dein Mann wartet im Halteverbot und wir sehen uns dann ein andermal, ja? Gut, wenn du willst, ich rufe dich an. Ist schon in Ordnung. Oh, Jesus. Oh, Jesus.